Eigentlich wollte ich ja hier hoch. Hallo. Guten Tag. Du bist, glaube ich, relativ schwer, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich glaube, du hast irgend so einen Counter-Stance. Aber, oh, du hast einen Blutungsstance. Oh, he does no schreiben. Jetzt, wo du Dark Souls 3 spielst, kannst du, Ich ja. glaube, ich habe den Abstand nicht gebraucht. Okay, ich habe meine Glut jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Das heißt, ich habe ein bisschen weniger HP. What? Ich hab doch geblockt. Habe nicht verstanden, wie man hier übrigens parryt. Das ist so ein bisschen das Problem. Ist das Parryn, was sie meinen? Oh, oh oh. Oh oh, nicht in Reichweite. Au. Aua! Oh, ich habe keinen Mana mehr. Brauche ich doch zum Parryn. Oh shit. Au, scheiße. Nicht jeder Schild kann parieren, wie auch in DS1. Wahrscheinlich vom Schild mal lesen. Das habe ich noch nie so gesehen. Das funktioniert überraschend gut. Lass mich raten, ich stagger. Das ist einfach nur ein Schild, das staggert. Ach, dass man die Beschreibung hier nicht lesen kann, ist ein bisschen doof. Wo ist es denn? Hier. So, das Schild aus Holz brennen, er bietet minimalen Schutz zum Preis moderater Demütigung, Fertigkeit Schildschlag. Ah, die haben ja hier alle Fertigkeiten. Stößt in Abwehrhaltung den Feind mit dem Schild, um ihn zurückzustoßen oder ins Wanken zu bringen. Wirkt unabhängig von der Schildhand. Okay. So, komm mal her, Mischton. Mischton, Fischton. Muss es halt passend timen, dass ich möglichst keinen Damage krieg. Und hier habe ich aber Damage gekriegt. Das suckt schon wieder. Dann gehen wir halt schön in den Schlagkombo rein, warten bis unsere Sachen wieder aufgeladen sind und dann haben wir wieder eine über. Haben wieder Damage auch gekriegt. Aber haben wir jetzt. Wie haben wir denn so viel Ausdauer verloren? Holy shit. Das wollte ich nicht, wollte ich treten. Treten zackt für mich. So. Da haben wir hart daneben gehauen. Brauchen wir neues Mana. Und nochmal brauchen wir es. Komm schon. Nein, 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 nicht one-hitten, bitte. Danke. Jawohl. 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 Easy peasy. Lemon squeezy. Guck mal, da haben wir schon. Gewächs ist Meister, Handschuh ist Meister, Uchikatana. Sehr schön, Uchikatana ist schon eine Waffe, mit der man bestimmt viel anfangen kann. Warum? Alter, die Leute sehen schon aus. An sich auch schon, aber viel seltener. Ist eine Weapon Art.
die Fähigkeiten der Ausrüstungsgegenstände, also gerade Waffe und Schild, waren in vielen Situationen passiv. Ernsthaft? Die meisten klicken ihn einfach runter oder lassen ihn runterspringen. Achso, ja klar, runterspringen wäre natürlich auch eine Option gewesen, weil er hier irgendwie mal hingelaufen ist, ne? Dann treten. Wäre natürlich einfacher gewesen, aber jetzt haben wir es so gemacht. If you know what I mean. Oh. Du siehst bossig aus. Das sieht sehr bossig aus. Oh, what? Oh no, da bin ich dead wahrscheinlich. Au. Oh Gott, den habe ich nicht gesehen. Da habe ich keinen Estus mehr. Was? Eine absolute Frechheit. Eine absolute Frechheit. Ich will hier weg, Mama. Ich habe doch kein Estus mehr. Okay. Das ist schon was Bossiges. Vielleicht komme ich da später mal zurück. Also ich habe irgendwie ein Drittel des Lebens habe ich ihm abziehen können. Gefühlt war ich da doch noch ein bisschen zu schwach, beziehungsweise zu kacke. Am Anfang war ich echt gut ausweichen und dann habe ich es verschissen. Bin ich aus dem Rhythmus rausgekommen. Komm mal her. Komm du mal hier zu mir, yo. Seele eines Unbekannten, das ist ja gar nichts. Oh shit. Aua. Den will ich aber auch nicht blocken eigentlich. Diese Dreher in der Richtung ist für mich so aus dem Konzept. Oh what? Der knallt. Hinterher. Geschafft. Yes. Die Crits sind mega gut gegen das Ding. Also diese... Kein Tod an den verloren, ne? Gut, ich muss einmal zurücklaufen, aber Second Try habe ich das Ding platt gekriegt. Finde ich gut. 1000 Jahre vergangen seit Dark Souls 1. Kann ja nicht sein, dass wieder kleine, hilflose Kristallechsen verkloppen kannst. Doch, habe ich. Ich habe mir gerade eine kleine, hilflose Kristallechse verkloppt. Würde ich einfach mal behaupten. So, reden. Habe ich doch schon lange. Hör auf zu labern. So, wir brauchen 16 Geschick und ich glaube 12 davon. Da würde ich erstmal die Geschicklichkeit hochnehmen. Erstmal auf Bestätigen gehen. Keine
Kann ich jetzt schon Ushi-Katana benutzen? Ups, falsche Waffe. Ja, falsche. Ja, Ushi-Katana. Das boostet und dann kriegen wir. Und wir kriegen Blutung drauf. Das ist schon ganz geil. Sind wir also aus dem Tutorial raus. So, hohe Mauer von Lothric. Ja, das ist ein Leuchtfeuer, ne? Leuchtfeuer, my ass. Hier, das war irgendwann mal ein Leuchtfeuer vor 300 Jahren, aber ansonsten. Aber da kommst du ja schon aus dem Tutorial mit einer ganz anderen Ausrüstung. Kannst du schon im Tutorial eine dicke Ausrüstung erspielen? Oder zumindest eine gute Schwert erspielen mit Ushi-Katana. Guten Tag. Das sieht schon alles so viel besser aus als im ersten Teil und so viel imposanter, das ist schon krass. Oh, hier kriegst du bestimmt gleich auf die Fresse. Da drüben ist schon ein Drache? Wait, what? Vielleicht gehe ich doch erstmal in die Richtung hier. Die beten die Leute an, die da irgendwie aufgespießt auf so verkrüppelten Baumscheißkram sind. Oh, hallo. Dass wir dich erwischt haben, ist glaube ich nicht ganz gut, bevor wir irgendwo hingehen. Weil du hast uns doch safe in den Rücken geschossen. Oh, da sind schon wieder irgendwelche komischen Skeletthunde. Die Hunde sind auch ein bisschen größer und ekliger geworden. Holy moly, ey. Oh, guten Tag. Die Waffe haut rein. Ihr lasst mich in Ruhe, ne? Ihr betet hier nur rum. Du willst mich da haben. Aua. Hose eines Deserteurs. Hey, wer hat meine Hose gekriegt? Da hinten ist noch einer mit irgendeiner Laterne. Halt mal die Klappe. Oh. Hat er die Leute aufmerksam gemacht, oder nicht? Nicht allzu viele. Das finde ich gut. Das ist ein toter Drache, kann das sein? Der hat doch so komische Verwesungswinde. Die hier rumlubbeln. Da von sich. Hm. Der Drache ist dead. Harry muss ich trotzdem nochmal üben irgendwann. Ich wollte es nur gerade nicht bei dem üben. Okay, der Drache ist in irgendeiner Form am Pausieren, weil Person noch nicht auf 100% ist. Ich dachte, das wären hier auch lebende Menschen, aber das sind es gar nicht. Aber hier hinten geht es noch hoch. Ihr betet den Drachen an? Seid ihr eigentlich behindert? Und du hältst mal die Klappe, Mann. Ich will nicht wissen, wen du da... Oh, ich will nicht wissen, wen du aufhetzt. Ich doch gesagt. Aua, 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 aua. Don't do this. No. Please, let me live. Okay, ich krieg's nicht gebacken. Au. Ich krieg's nicht gebacken, den zu parryen. Hab's dreimal versucht. Aber ich glaube, Schildschläge kannst du nicht parryen wahrscheinlich, wa? Und dann hatte ich keine Ausdauer mehr für den normalen Parry, als er normal zugehauen hat. Aber stimmt, ich wollte... Ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich, wenn ich jetzt Dark Souls spiele und Death Counter mache, dass ich alle 10 irgendwie mal 10 Liegestütze mache oder so. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. So.
Okay. Hier nicht. Wo sind denn diesmal die Leute hin? Hier waren doch vorhin welche, die mit mir fighten wollten. Die sind ja eigentlich sitzen. Geh das mal kurz hier hoch. Und töte mal den, der mir hier immer Sachen an den Rücken geworfen hat. Oh, what? Warst du das? Du siehst irgendwie aus, als würdest du brennen. Eieieiei. Oh, Fernglas. Na, sehr schön. Warum denn das Fernglas hier? Um da unten hinzugucken? Wo der Loot liegt? Das Fernglas. Die wichtige Frage ist das Fernglas hier nützlicher als im ersten Teil? Oder genauso kacke? Es ist genauso kacke. Ups. Weil ich bin eine Wehr. Wow. Ja, es ist genauso unnütz, weil, hey, ich kann die Ego-Perspektive gucken, aber wozu? Es ist so wenig Zoom. Das ist für mich das nutzloseste Item, was ich jemals in Dark Souls entwickelt haben oder eingebaut haben.